Mein Buch Magdeburg, Wendezeit und Neubeginn will an die ersten Jahre nach der DDR erinnern. Wie hat sich die Stadt Magdeburg mit ihren Menschen auf den Weg gemacht? Es ist ein Festhalten der leider schon wieder vergessenen Zeit. Am 6. Mai 1990 finden die ersten freien Kommunalwahlen in der DDR statt. Magdeburg hat nach 47 Jahren wieder ein demokratisch gewähltes Stadtparlament. In der DDR wurden Kommunen laut Verfassung zentral geplant und geleitet. In den ersten Tagen herrscht Rechtsunsicherheit. Erst am 17. Mai verabschiedete die DDR-Volkskammer eine Kommunalverfassung. Der Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung ist das oberste Ziel. Im Magdeburger Stadtparlament sind auch 11 parteilose Abgeordnete eingezogen. 7 davon gründen eine Regenbogenfraktion aus Kulturbund, Volkssolidarität, Demokratischen Frauenbund, Behindertenverband und Vereinigung gegenseitiger Bauernhilfe. Eine gute Basis für vielfältige Stadtpolitik. Aber die Politiker rufen sich auch Traditionen in Erinnerung. Im 12. Jahrhundert entstand in Magdeburg das Stadtrecht, das sich bis nach Osteuropa verbreitete. Das Magdeburger Recht war ein Grundstein für die Entwicklung der durch die Bürgerschaft verwalteten Kommunen. Als das bedeutendste mittelalterliche Rechtsbuch gilt der Sachsenspiegel von Eike von Repgow, entstanden zwischen 1220 und 1235. Es war Vorbild für süddeutsche Rechtsbücher und im Herzogtum Anhalt blieb der Sachsenspiegel bis zum 1. Dezember 1899 geltendes Recht. 1990 treten mit dem Ende der DDR innerhalb kurzer Zeit 200.000 neue Paragraphen in Kraft. Nach der Währungsunion müssen innerhalb weniger Tage 18.000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung ihr Gehalt in D-Mark bekommen. Hierfür gibt es nur eine Lösung: Amtshilfe aus Braunschweig. Schon seit dem 8. Dezember 1987 bestand zwischen Magdeburg und Braunschweig eine Städtepartnerschaft. Die Amtshilfe aus Braunschweig gestaltet sich vielseitig. Nach dem Brand des Theaters wenige Wochen nach der Kommunalwahl 1990 stellt die Stadt Braunschweig ein Zelt als Ersatzspielstätte zur Verfügung. In den ersten Wochen ist ein sogenannter Rumpfhaushalt für 1990 zu erarbeiten. Alles ist problematisch, da die Verwaltung nach Grundsätzen der DDR strukturiert und ein Haushalt nach bundesdeutschen Grundsätzen zu erarbeiten ist. Mitarbeiter aus der alten Bundesrepublik bringen Erkenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Kommunalverwaltungen mit. Das ist wichtig für eine schnelle Funktionsfähigkeit der neu strukturierten Magdeburger Stadtverwaltung. Täglich fahren die Magdeburger Mitarbeiter in einem Lader mit den Haushaltsdaten über den noch vorhandenen Grenzübergang Marienborn nach Braunschweig. Hier wird der Etat rechentechnisch aufbereitet. Von 1990 bis 1992 leisten 12 abgeordnete Braunschweiger Beamte über 9.500 Arbeitsstunden für das Magdeburger Rathaus. 1990 gibt es in der Stadtverwaltung 10 Dezernate und 38 Ämter. 1995 sind es nur noch 6 Dezernate und 42 Ämter, was die Verwaltungsarbeit vereinfacht. 1989 hat Magdeburg etwa 280.000 Einwohner. Ab 1990 geht die Zahl spürbar zurück. Dafür gibt es 3 Gründe. Zum einen ziehen die Menschen in die alten Bundesländer, wo es Arbeit gibt und vor allem bessere Lebensverhältnisse herrschen. Die Preise für Grund und Boden sind im Umland von Magdeburg niedrig. Ideal, um ein Haus zu bauen. Besonders dramatisch sind jedoch die sinkenden Geburtenzahlen. Ziel ist es, 1990 in Magdeburg zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Das erfordert eine umfassende Sanierung der Infrastruktur wie Straßen und Brücken. Zwischen 1990 und 1994 investiert Magdeburg fast 317 Millionen D-Mark in den Ausbau und die Erneuerung des Straßennetzes. Zu einer guten Infrastruktur gehört aber auch die Verkehrssicherheit. Auf dem Magdeburger Ring gibt es viel zu viele Ampeln, in der Stadt hingegen zu wenig. Daher steigt die Zahl der Ampeln im Stadtgebiet von 68 im Jahr 1989 auf 141 im Jahr 1994. Auf dem Magdeburger Ring erfolgt ein Rückbau. Anfang Februar 1995 wird die letzte Ampel abgeschaltet. Mit der Errichtung von 2 neuen Brücken auf Höhe der Mittagstraße 1993 bis 1994 und am Lorenzweg 1993 bis 1995 rollt der Verkehr der Nord-Süd-Achse kreuzungsfrei. Neben den Ampeln lässt sich der Verkehr auch für Fußgänger und Radfahrer mit der Schaffung von Tempo-30-Zonen in der Innenstadt besser regulieren.
Aber auch das Streckennetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe ist in einem schlechten Zustand. Zwischen 1990 und 1994 fließen fast 23 Millionen D-Mark in den Ausbau des Schienennetzes und 71,4 Millionen D-Mark in die Grunderneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen, unter anderem am Universitätsplatz, am Breiten Weg, in der Eufenstädter Straße, auf dem August-Bebel-Damm und in Krakau. Für einen attraktiven Nahverkehr erneuert die MVB ihre Busflotte für fast 28 Millionen D-Mark und modernisiert die Tatra-Züge, unter anderem mit Polstersitzen und neuen Fenstern, für fast 26 Millionen D-Mark bis Mitte der 90er Jahre. Die veränderte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch der Wegfall tausender Arbeitsplätze in den Industriegebieten erfordern ein Optimieren der Strecken. Im Mai 1993 stellt die MVB die Linie 7 vom Neustädter See zum Seibler Platz und die Linie 13 von Olvenstedt zum Barleber See ein. Vor den Toren der Stadt eröffnet im Oktober 1994 das Einkaufszentrum Bördepark. Hier bietet die MVB eine Alternative zum Einkaufen ohne Auto an. Ab November 1994 fährt die Buslinie 64 zum Bördepark. Neben diesen Aufgaben zur Optimierung der Straßen und des öffentlichen Nahverkehrs stellen die Brücken ein ernstzunehmendes Problem dar. Insbesondere die, die zwischen 1955 und 1980 erbaut wurden, weisen erhebliche Dichtungsschäden auf. In den letzten Jahren hat es so gut wie keine Grundinstandsetzung gegeben. Das betrifft in erster Linie alle Bauwerke des Magdeburger Rings und Großbrücken wie die Strombrücke und den Nordbrückenzug. 1991 strukturiert sich deshalb die Verwaltung im TIFO-Amt neu. Eine Stelle Brückenbau mit 10 Mitarbeitern entsteht. Sachgebietsleiter für Brückenbau im TIFO-Amt ist Lothar Lohse, Diplom-Ingenieur für Stahlbau und Schweißtechnik. Die Planung, die Beantragung der Fördermittel, die Auftragsvergabe, die Baubegleitung und die Kontrolle der am Bau Beteiligten, alles liegt in den Händen der Stelle Brückenbau. Immens viele Aufgaben, die zügig zu erledigen sind. Vom einstigen Zentrum des Schwermaschinenbaus hat sich die Stadt auf den Weg gemacht. Magdeburg ist angekommen. Eine Stadt in Europa, die ihre Traditionen und ihre Geschichte wiedergefunden hat und damit lebt. Tagtäglich ist die Stadt in Bewegung und immer wieder gibt es Veränderungen, wie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 oder den Bau des neuen Strombrückenzugs in Richtung Krakau.